Mein Schatz, der schläft ja noch. Dann werde ich schon mal aufstehen und das Frühstück machen. Ich möchte es auch mal so gut haben wie Frieda, jeden Tag ausschlafen können. Aua, seit wann liegt denn hier ein Teppich? Dieter? Sag bloß, du bist da über den Teppich gestolpert. Nein, ich habe mich absichtlich hingeschmissen. Natürlich bin ich darüber gestolpert, was denn sonst? Ach, mein armer Schatz, ich hoffe, du hast dir nicht wirklich wehgetan. Der Teppich, der liegt doch schon immer dort. Nein, ich habe mir nicht wehgetan, bin halt nur erschrocken. Du, ich bin im Bad duschen. Mache das, ich mache meine Äuglein nochmal zu. Nanu, wo hat denn Frieda mein Shampoo hingetan? Aber das war doch gar nicht leer und es stand immer mit ihr auf dem Tablett, das weiß ich ganz genau. Dann nehme ich halt von ihr ein Shampoo. Ist mir jetzt auch egal. Ein Badehandtuch. Und wo ist denn der Badeschwamm? Ach da. Da schauen wir doch mal, was Frieda so für Duschbad und Shampoo da hat. Oh mein Gott, da weiß man ja gar nicht, was man nehmen soll. Da werde ich mal Frieda fragen. Du Schatz, sag mal. Frieda schläft ja. Ach du meine Güte, welches Shampoo soll ich denn jetzt nehmen? Ach, ich werde, glaube ich, das Blaue nehmen. Blau ist doch immer für Jungs. Das ist ja so klein geschrieben, das kann man ja gar nicht lesen. Ach, das wird schon das Richtige sein. Was soll ich? Ich soll das Shampoo 30 Minuten einwirken lassen? Das ist bestimmt etwas ganz Spezielles und besonders gut für die Haare. Also ich weiß ja nicht, was da Frieda sich so auf den Kopf da schmiert, aber das Shampoo ist echt eklig. Das stinkt ja total. Okay, 30 Minuten sind rum, dann kann ich ja abspülen. Oh, endlich ist das Zeug runter. Jetzt fühle ich mich gleich viel wohler. Noch schnell den Duschkopf einhängen, sonst schimpft Frieda wieder mit mir. Ich frage mich, für was man so viele verschiedene Shampoos braucht. Oh, die Zahncreme ist ja alle, da muss ich neue kaufen. Ach Schatz, ich habe gestern deine leere Shampooflasche weggeschmissen, falls du sie gesucht haben solltest. Ach, die war alle gewesen. Ja, ist nicht so schlimm, ich habe mir mal eines von dir ausgeborgt. Aber du sag mal, mein Schatz, dein Shampoo, das riecht ganz schön streng. Und eine halbe Stunde Einwirkzeit finde ich auch etwas übertrieben. Ach, Hajemini, zeig mir doch mal das Shampoo, welches du benutzt hast. Hier, dieses habe ich benutzt. Das ist eine blaue Flasche und blau ist doch immer für Jungs. Oh, ich glaube, du hast jetzt ein kleines Problem. Dieter, das ist mein Blondierungsmittel für meine Haare zum Färben. Was? Was sagst du da? Oh nein, sag jetzt nicht, dass ich... Ach du meine Güte, wie sehe ich denn aus? Aber das steht doch auf der Flasche drauf. Hast du denn nicht gelesen vorher? Ja doch, aber das ist so klein geschrieben, das kann man nicht lesen. Du, sage mal, kann es sein, dass du eine Brille brauchst? Nein, ich brauche keine Brille, Frieda, aber was mache ich denn jetzt? Ich kann doch so nicht in die Arbeit gehen. Ach, Dieter, du bist mir ja einer. Kauf dir in der Drogerie ein Haarfärbemittel und am besten fragst du gleich eine Verkäuferin, die kann dir garantiert helfen. Kann ich denn da einfach so drüber färben? Und sieht das dann wieder aus wie vorher? Das sollte kein Problem sein. Okay, ich bin dann mal weg. Bis später, mein Schatz. Wenn Markus mich so sieht, der lacht mich doch aus. Ich und blond. Was ist denn jetzt schon wieder los? Warum geht denn die Türe nicht auf? Dann fahre ich halt mit dem anderen. Ist mir jetzt auch egal. Ach, durch dieses ganze Desaster vorhin bin ich viel zu spät dran. Markus wartet bestimmt schon. Na, wenigstens geht hier die Türe auf. Was ist denn nun schon wieder los? Das darf doch alles nicht wahr sein. Ach, jetzt habe ich gestern auch noch vergessen zu tanken. Ich bin ja so ein Depp. Dann muss ich halt mit dem Auto von Frieda fahren. Frieda, mein Schatz, wo bist denn du? Ich bin im Schlafzimmer. Mein Schatz, ich müsste mir mal dein Porsche ausleihen. Was? Wie? Aber ich wollte heute noch Weihnachtseinkäufe machen. Daraus wird nichts. Das musst du auf morgen verschieben. Nützt nichts. Ich muss unbedingt in die Arbeit. Aber du hast doch da draußen zwei Autos stehen. Was ist denn mit denen? Ich glaube, beim Kleinen ist die Batterie alle und der Große, da habe ich vergessen, gestern zu tanken. Tut mir leid. Ach nö, ich wollte heute Weihnachtseinkäufe machen. Jetzt hänge ich wieder den ganzen Tag in der Wohnung rum. Ich mache es wieder gut, mein Engel. Tut mir wirklich leid. Ja, ist ja schon gut. Jetzt hau endlich ab.
Ich komme. Ah, die Post ist da. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Mattis. Ich hätte hier etwas für Sie. Ich bräuchte da bitte noch eine Unterschrift von Ihnen. Ach, jetzt hätte ich es ganz vergessen, Ihre Post. Vielen Dank, schönen Tag Ihnen noch. Wer schickt mir denn eine Weihnachtskarte? Da steht ja gar kein Absender drauf. Das ist ja merkwürdig. Und was haben wir hier noch für Briefe? Ach, wieder nur Rechnungen. Die schaue ich mir später an. Na, Cäsar, du findest die Weihnachtskarte auch nicht so toll, hm? Die Lampe ist viel größer, als sie im Internet ausgesehen hat. So, dann werde ich dich mal ins Wohnzimmer transportieren. Boah, bist du schwer. Oh mein Gott, ich zerkratze mir ja meinen ganzen Fußboden. Ich glaube, ich räume erst einmal den Stubentisch zur Seite. Das hätten wir schon mal geschafft. So, und du kommst erst einmal in den Keller. Es ist ja nicht für lang. Puh, was wiegst du eigentlich? 100 Kilo? Oh Gott, bist du schwer. So, Frieda, nur noch einmal, dann hast du es geschafft. Puh, endlich, sie steht. Schauen wir doch mal, ob sie auch funktioniert. Und wo schalte ich sie an? Ah, da ist der Knopf. Ach, sieht das schön aus. Schau mal, Cäsar, ist das nicht eine schöne Lampe? Hm, so wie es aussieht, gefällt sie dir auch ganz gut. Oh, hallo, mein Schatz, ich bin wieder da. Ich war auch in der Drogerie gewesen. Ja, cool. Komm, lass uns erst einmal essen. Danach kannst du dir ja die Haare färben. Und wie war sonst so dein Tag? Ach, frage bloß nicht. Das war heute einer meiner schrecklichsten Tage in meinem ganzen Leben. Hm? Wieso denn das? Du, das erzähle ich dir später, aber schau doch mal. Ist das das Richtige? Mhm, ja. Hast du dich beraten lassen? Ja, was denkst denn du? Bei der ganzen Auswahl da verliert man schon mal den Überblick, ne? So, jetzt essen wir aber erst einmal. Ach, was ich dir noch sagen wollte. Ich habe eine Weihnachtskarte bekommen. Da stand aber kein Absender drauf und ich weiß auch nicht, von wem die sein sollte. Du sag mal, Frieda, könnte die eventuell von dem Giuseppe sein? Ja, du hast recht, Dieter. Daran habe ich ja überhaupt nicht gedacht. Die Karte bringe ich morgen gleich zur Polizei. Aha, gleichmäßig auf das trockene Haar auftragen und eine halbe Stunde einwirken lassen. Also das Auftragen funktioniert hier schon mal ganz easy. Aber das ist doch gar nicht braun, das ist doch wieder so hell. Dieter, soll ich dir etwas helfen? Kommst du zurecht? Du, Frieda, schau doch mal, müsste die Farbe nicht eigentlich viel dunkler sein? Die ist doch schon wieder so hell. Das ist so schon okay, die Farbe wird schon noch dunkel. Mach dir da mal keine Gedanken, wenn da braun draufsteht, wird auch braun drinne sein. Wenn du das sagst, dann wird das schon so sein, mein Engel. Oh, die halbe Stunde ist rum, Gott sei Dank. Da werde ich mal das Zeug von meinem Kopf runterwaschen. Da kam ja ganz schön was an Farbe runter. Und, ist es was geworden? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nicht nachgesehen. Oh, Gott sei Dank bin ich wieder braun. Das Blond hat mir überhaupt nicht gestanden. Mir gefällst du mit braunen Haaren auch viel besser. Also das eine habe ich gelernt. Ich werde mich nie wieder an deinen Shampoos vergreifen. Fertig. Jetzt sehe ich wieder aus wie vorher. Gott sei Dank. Oh je, das Bad kann ich so nicht lassen. Wenn das Frieda sieht, bekomme ich wieder Ärger. Okay, habe ich auch nichts vergessen? Waschbecken, sauber. Badewanne habe ich auch sauber gemacht. Okay, alles sauber, dann werde ich mich mal anziehen. Ja, hoi, was hast denn du da für eine schicke Lampe stehen? Wo hast denn die schon wieder her? Die habe ich günstig im Internet bestellt, ist heute mit der Post gekommen. Gefällt sie dir? Gefallen tut sie mir schon, aber das Licht, das flackert ganz schön arg. Macht dich das denn nicht nervös? Mm-mm, man gewöhnt sich daran. Ich bekomme das Flackern schon gar nicht mehr mit. Komm, setz dich hin, wir wollen uns den Film zusammen anschauen. Was ist das denn für ein Film? Ich hab keine Ahnung. Du erst wieder. Hallo ihr Lieben, für euch eine wichtige Information, neue Uploadzeiten. Jeden Dienstag um 14 Uhr ein Video von Familie Mattis,
jeden Donnerstag um 14 Uhr ein Video von Tante Frieda und ganz neu jeden Samstag um 7 Uhr eine Folge von Die kleine Prinzessin Sarah. Du wirst noch mehr sehen? Hier habe ich zwei Videos für dich zur Auswahl und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.